seien A und B stochastisch unabhängige Ereignisse, dann gilt die Wahrscheinlichkeit vom Schnitt, und zwar der Schnitt aus Komplementereignis zum Ereignis A mit dem Ereignis B, ist die Wahrscheinlichkeit vom Komplementereignis multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit vom Ereignis B. Das heißt, das Komplement von A ist ebenfalls stochastisch unabhängig zum Ereignis B. Beweis: Eine kurze Illustration zu der Vorgehensweise jetzt. Wenn ich ein Venn-Diagramm zeichne, ich habe zwei Mengen A und B. Wenn ich mir jetzt das Komplement mal anschaue, ja, die Komplementmenge zu A, ich schreibe es mal so, das würde diesem Venn-Diagramm entsprechen. Ich habe hier diese schraffierte Menge, das wäre das Komplement von A, weil A liegt ja hier. So, der Schnitt vom Komplement von A mit B, ja, das würde dann diesem Venn-Diagramm entsprechen. Denn B liegt ja hier. Ja. Also alle Elemente, die in B drin sind und im Komplement. Ja. Ja, also dann muss ich eben doppelt schraffieren. Das wäre dann diese Menge hier. Das ist aber nichts anderes als die Menge B ohne den Schnitt. Denn der Schnitt liegt ja hier. Das ist der Schnitt von der Menge A und B. Ja, hier ist ja der Schnitt. So. Also auf Wahrscheinlichkeiten bezogen hätte ich doch dann die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis Komplement von A geschnitten mit B ist dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Ereignis B eintritt, abzüglich der Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Ereignis A und B gleichzeitig eintreten. Nach Voraussetzung ist aber das Ereignis A und B stochastisch unabhängig, ja? Also ich möchte mal hier etwas exakter arbeiten, diese Vorüberlegung noch mal weg. Wir formulieren jetzt sauber hier, seien A und B stochastisch unabhängige Ereignisse. Dann folgt zunächst daraus die Wahrscheinlichkeit aufgrund der Vorüberlegung von dem Ereignis, das Komplement von A und das Ereignis, beziehungsweise das Komplementereignis von A und das Ereignis B treten ein, ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Ereignis B eintritt, abzüglich der Wahrscheinlichkeit dafür, dass A gleichzeitig mit Ereignis B eintritt. Ja, das war ja die Überlegung hier, die wir aus den Venn-Diagrammen entnommen haben. So. Nach Voraussetzung gilt aber, A und B sind stochastisch unabhängig. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit hier hinten ist das Produkt aus der Wahrscheinlichkeit dafür, dass Ereignis A eintritt, und der Wahrscheinlichkeit dafür, dass Ereignis B eintritt.
Jetzt habe ich aber die Wahrscheinlichkeit vom Ereignis B zweimal hier, also kann ich an der Stelle ausklammern. Dann habe ich hier 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass Ereignis A eintritt. Aber hier steht ja nichts anderes als das Komplement, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Komplementereignis von A eintritt. Ja? Ja, und daraus folgt, auf der rechten Seite steht ja das Produkt und auf der linken Seite steht ja der Schnitt. Also daraus folgt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Komplementereignis von A gleichzeitig mit dem Ereignis B eintritt, ist nichts anderes als das Produkt dieser Wahrscheinlichkeiten. Und das ist ja gerade die Definition für stochastische Unabhängigkeit. Daraus folgt, das Komplementereignis und das Ereignis B sind stochastisch unabhängig. Ja, coole Idee.